Hallo und willkommen zu einem Videotutorial zum Themenbereich Formalladungen. Formalladungen, ein Denkkonstrukt in der Chemie, das uns hilft, Prozesse zu verstehen, Reaktionsschritte erklären und auch vorhersagen zu können. Es ist immer etwas kompliziert mit den Formalladungen. Man kann es auch als Plus und Minus im Kreis formulieren, aber wichtig ist zu verstehen, dass es sich hierbei nicht um Oxidationszahlen handelt, sondern um etwas anderes. Was sich dahinter verbirgt, das gehen wir an dieser Stelle an zwei, drei Beispielen einmal durch. Zu Beginn habe ich eine Definition aus dem Internet mal rausgesucht. Bei chemie.de findet man zum Beispiel, mit einer Formalladung werden Atome in einer chemischen Formel versehen, um die Differenz zwischen der positiven Kernladung und den diesem Atom zugeteilten Elektronen anzugeben, basierend auf der formalen Grundlage der gleichmäßigen Aufteilung der Bindungselektronen. Klingt komisch, ist aber auf den ersten Blick sehr schwer verständlich, auf den zweiten Blick, wenn man sich das mit Strukturformeln anguckt, so wie wir das machen, wird es hoffentlich etwas deutlicher. Der hier verwendete Begriff Bindungselektronen deutet auf jeden Fall schon mal auf einen ersten wichtigen Hinweis hin, nämlich dass es hier um Moleküle geht. Ein sehr bekanntes Molekül ist das Wassermolekül, was ich jetzt hier links einmal aufgezeichnet habe und rechts das entsprechende protonierte Wasser, das Oxonium-Ion. Mit den beiden Beispielen werde ich jetzt einmal durchgehen, was es mit der Formalladung auf sich hat, warum hier beim Oxonium-Ion eine besteht und hier beim Wassermolekül nicht. Starten wir mit dem Wassermolekül. Der erste Schritt bei der Feststellung von Formalladungen ist die Ermittlung der dem Atom formal zugeteilten Elektronen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die beiden bindenden Elektronenpaare hier und hier gleichmäßig zwischen den jeweils verbundenen Atomen aufgeteilt werden. Das heißt, diese zwei Bindungselektronen hier und diese zwei Bindungselektronen hier werden jeweils zur Hälfte, also jeweils ein Elektron, dem Wasserstoffatom bzw. hier diese beiden Elektronen dem Sauerstoffatom zugesprochen. Anschließend ist es wichtig, dass man dann einmal durchzählt. Für das Sauerstoffatom habe ich das hier einmal aufgeschrieben. Das ist hier ein Elektron, was hier aus der Bindung zugesprochen wird. Jeweils zwei aus den freien Elektronenpaaren, die das Sauerstoffatom hat. Und ein sechstes aus der anderen Bindung. Zur Hilfe kann man sich jetzt einmal hier die sechs der zugesprochenen Elektronen drüber schreiben. Gleiches macht man jetzt noch für die Wasserstoffatome. Dort ist es so, dass jeweils eines dieser Bindungselektronen jedem Wasserstoffatom zugesprochen wird. Dementsprechend können wir da eine 1 dran schreiben. Wenn wir jetzt den ersten Schritt abgeschlossen haben, und das haben wir, vergleichen wir die formal zugeteilten Elektronen, also die hier in grün dran stehen, mit der Anzahl der Elektronen des Atoms im Grundzustand. Für den Grundzustand müssen wir einmal ins Periodensystem schauen, wenn wir das nicht mehr irgendwie aus dem Kopf noch wissen. Dort sehen wir Sauerstoff als Element der sechsten Hauptgruppe, hier oben, hat 6 Außenelektronen, während Wasserstoff als Element der ersten Hauptgruppe ein Elektron in seiner äußeren Schale hat. Daraus resultiert, dass wir hier einmal die Elektronen im Grundzustand dran schreiben können. Und wenn wir das vergleichen, dann ist es so, dass Wasser- und Sauerstoffatom in dieser formalen Aufteilung gleich viele Elektronen haben wie im Grundzustand. Wenn ein Atom gleich viele Elektronen formal zugeteilt bekommt, entsprechend hier der grünen Zahl, wie es im Grundzustand entsprechend der roten Zahl hier hat, dann tragen die Atome keine Formalladungen. Etwas anders sieht das beim Oxonium-Ion aus. Hier einmal die Strukturformel. Dort gehen wir das auch einmal kurz durch und sehen dann, warum dort eine positive Formalladung am Sauerstoffatom resultiert. Teilen wir die Bindungselektronen wieder formal auf, haben wir hier am Sauerstoffatom 5 Elektronen und an den Wasserstoffatomen je ein Elektron formal zugeteilt. Am Sauerstoffatom. Jetzt ist es so, dass wir das wieder mit dem Grundzustand vergleichen. Sauerstoffatome als Vertreter der sechsten Hauptgruppe im Grundzustand mit 6 Elektronen. Dementsprechend haben wir hier den Fall von hier unten, dass wir formal zugeteilte Elektronen weniger haben als Elektronen im Grundzustand, weshalb eine positive Formalladung hier am Sauerstoffatom die Folge ist. Bei den Wasserstoffatomen hat sich nichts verändert im Vergleich zum Wasser. Dort auch hier wieder jeweils ein Elektron formal zugeteilt, was auch der Anzahl im Grundzustand entspricht. Wir schreiben dann
Hier am Sauerstoffatom ein Plus im Kreis. Das Plus im Kreis bedeutet, dass das Sauerstoffatom dasjenige ist, was eine positive formale Ladung trägt. Und damit das halt nicht mit einer ionischen Ladung verwechselt wird, ist es so, dass wir hier einen Kreis darum machen. Die ionische Ladung gibt jetzt allerdings etwas anderes noch an und das müssen wir auch noch betrachten, nämlich die ionische Ladung gibt an, wie das gesamte Teilchen geladen ist. Die Formalladung bezieht sich hier nur auf dieses Sauerstoffatom, während die ionische Ladung sich auf das gesamte Molekül bezieht. Dementsprechend ist es wichtig zu wissen, dass die Summe aller Formalladungen innerhalb eines Moleküls seine ionische Ladung ergibt. Das heißt, da wir hier eine positive Ladung haben, ist auch das gesamte Molekül einfach positiv geladen, was wir dann entsprechend so kennzeichnen können, dass wir hier eine Andeutung machen, dass wir das gesamte Molekül einrahmen wollen und hier das Plus ohne den Kreis schreiben. Das war die Erläuterung von Formalladungen im Schnelldurchlauf. Ich habe noch ein Video erstellt mit weiteren Beispielen, wo nochmal etwas deutlicher wird, wie sich das auch mit Doppelbindungen oder Carbokationen verhält. Ich hoffe, es hat euch geholfen, einen ersten Einblick zu bekommen, was Formalladungen sind und wie man mit ihnen umgeht. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt sie in die Comments oder stellt sie im Unterricht. Bis dann!